Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von 60 Seconds. Es gab jetzt ein Update, was gemacht hat, dass hier jetzt einfach ein Typ rumsteht. Hallo, Motherfucker! Der 60 Parsecs anteasert, der ja meiner Meinung nach der Gamescom rauskommen wird, weil der ist schon anspielbar auf bestimmten Messen und ich glaube, die Gamescom ist die letzte große Messe, wo man das noch ein bisschen zeigen kann. Ich denke mal so, einen Monat später wird das Spiel dann rauskommen. Was mich sehr freut, weil ich finde, 60 Seconds ist ein wahnsinnig cooles Spiel. Und es gab auch generell so ein Update, irgendwas mit Feuerwerk. Ich habe keine Ahnung, was sich genau verändert hat. Und ich bin auch irgendwie aktuell so ein bisschen krank, also ich sollte eigentlich kein Video aufnehmen, aber ich habe jetzt diesen Monat schon so viele Videos ausgesetzt, dass ich einfach irgendwas machen muss. Und ich glaube, Apokalypse ist das, was ich machen muss. Gut, ich weiß gar nicht, was mein Ziel heute ist. Davor in den Videos habe ich immer versucht, irgendwie die Katzen zu zeigen, weil man kann auch irgendwie ganz viele Katzen im Haus haben. Ich wollte einfach nur, keine Ahnung, ich will eine gute Zeit mit Ted und seiner Familie verbringen. Und Timmy, ganz ehrlich, Timmy nehme ich mit. Wir werden einfach eine gute Zeit in Apokalypse haben. Na gut, ich glaube, meine Frau, wenn ich die Frau noch grabben kann, nehme ich meine Frau auch noch. Moment. Oh, ich habe nur 5 Sekunden. Ne, ich kann die Frau nicht mitnehmen. Sorry, Frau. Wir machen Männerabend, einen kleinen Männerabend in Apokalypse. Warum nicht? Warum auch nicht? Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, weil die Erwachsenen sind ja ultra wichtig. Weil ich meine, wenn Timmy allein im Bunker ist und Ted nicht da ist, dann ist, glaube ich, einfach alles vorbei. Aber wir haben viel Essen, wir haben viel Trinken, wir haben eine Männerrunde. Schöne Männerrunde. Wir haben eine Taschenlampe, Kerze, Essen gefunden. Ja, unsere Regeln sind, ja. An jedem vierten, fünften Tag muss ich dem was geben und die Tochter kann theoretisch auch noch irgendwie zu uns kommen. Also, ich weiß gar nicht, was mit dem Feuerwerk soll. Und das Geräusch, das ist übrigens nicht ein Fehler von mir, das ist in-game. Das ist in-game, das Knistern, das... Ich find's auch wahnsinnig nervig. Ein kurzer Test, ich meine, wenn der Dad weg ist, dann ist einfach instant alles vorbei. Stimmt das? Nee, es geht weiter, okay. Wahrscheinlich, wenn der Dad nicht wiederkommt, ist alles vorbei. So war das. Okay. Heute waren äußerst kuriose Besucher da. Einer hat zwei Steine aneinander Was? Einer hat zwei Steine aneinander geschlagen, um die Geräusche eines galoppierenden Pferdes zu imitieren. Ach, die Spinner sind es. Nee, den mach ich nicht auf. Unsere letzte Dusche ist schon eine ganze Weile her. Ich werde nicht das Gift benutzen, nur weil ihr stinkt, also. Vor allem, was ist Gift für ein Deo? Das ist Gift, das ist kein Deo. Das ist keine Deo-Flasche, das ist ein Totenkopf drauf. Timmy ist krank geworden. Guter Mann. Los, du Ehrenmann. Gönn dir, Bruder. Okay, Teddy ist zurückgekommen und krank geworden. Cool. Aber Teddy war ein Ehrenmann, der hat Suppen mitgebracht, Wasser mitgebracht und hat ein Radio mitgebracht und hat ein Erste-Hilfe-Set mitgebracht, also kann sich wieder selbst heilen. Teddy, geht es gut. Männerabend. Ich habe ja aktuell wieder so ein bisschen Angst, dass der Spielemarkt so wird wie Anfang des Jahres. Halt, dass nichts draußen ist und man irgendwie krass improvisieren muss. Und das mag ich ehrlich gesagt nicht so. Deswegen auch schon mal kurz eine Ankündigung. Es ist keine Ankündigung, es ist ein Gedankenspiel. Und zwar überlege ich, öfter einen Vlog zu machen. So einmal die Woche vielleicht einen Vlog. Würdet ihr das cool finden und würdet ihr sagen, nee, dein letzter Vlog war scheiße, da hast du mir deine Hunde gezeigt. Lasst es mal. Also ich hätte schon Bock drauf, aber hängt natürlich davon ab, ob ihr auch darauf Bock habt. Weil dann würde ich eventuell öfter einen Vlog machen. Alarm! Draußen treibt sich eine Bande Feuerwehrleute herum. Wie gut das passt. Ist es absichtlich? Wegen Alarm! Alarm! Also, Leute, die viel auf YouTube sind, werden vielleicht wissen, was ich meine mit Alarm! Alarm! Und alle, die es nicht wissen, seid froh, dass ihr es nicht wisst. So, was soll ich machen? Ich soll mich verteidigen mit irgendwas. Du wolltest mit Feuer heraustreiben, wenn wir nicht Folge leisten. Ja, zerhacken wir die halt, oder? Weil die Axt ist wichtig. Ne, ich mache erstmal Schluss. Weil mit der Axt kann man sich theoretisch noch heilen, wenn man eine Wunde hat. Da war gerade ein Schuss, aber es ist nichts passiert, oder? Wir hätten nicht gedacht, dass ein kleines Folgenschloss sie aufhalten würde, aber es hat die unbekannten Angreifer entmutigt. Anscheinend haben sie einen Einbruchsversuch unternommen. Jesus, und mein... Ganz ehrlich, ey, und Timmy ist alleine draußen. Das wird doch nicht gut enden. Und der Hund ist wieder da. Ich muss den Hund aber am Ende auch verarzten und, ja, also, ich habe mir jetzt Futter gegeben und ich muss ihm auch einmal folgen, glaube ich, mit einer Axt oder so. Ich könnte theoretisch einen Hund ins Haus holen. Ist ja auch ganz geil, also ich finde den Hund ja auch cool. Ich brauche dafür halt nur ein Medikit. Ja, und zack, ich habe eins hergestellt. Deswegen müsst ihr immer das Gift mitnehmen, wenn ihr das Spiel spielt. Mit dem Gift könnt ihr nämlich einfach das herstellen. Ich habe übrigens eine Star Wars Cappy auf, die ist ganz cool. Mal Werbung machen für Star Wars. Weil Star Wars ist, glaube ich, so ein kleines Unternehmen, die brauchen ein bisschen Werbung. Das Militär überträgt wieder. Sie sagten, sie wollten zuerst alle Verbliebenen, Überlebenden ausfindig machen. Heute Abend
wird ein Flugzeug. Unser Fit. Dann leuchten wir mal ein bisschen. Machen wir ein bisschen Blinky-Blink. Aber ich glaube, das Militär will uns eher umbringen als retten. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass die unbedingt uns lebendig wollen, aber. Keine Expedition. Pancake, das ist der Hund. Kam heute zurück und er wirkte extrem aufgeregt. Er wollte unbedingt, dass wir. Das hatte irgendwas Wichtiges. Was muss man mitnehmen? Ich glaube, die Karte. Oder? Ich meine, eine Waffe war falsch, weil dann Pancake stirbt. Ich hoffe, ich habe das Richtige gewählt. Ein gut vorbereiteter Wanderer hat natürlich immer eine Karte dabei. Rechtzeitig zum Abendessen waren wir aber wieder in unserem Zuhause. Was gesagt, in unserem Bunker. Pancake kam ein Stück mit, ging aber wieder bevor... Okay, Pancake lebt. Der Hund lebt und Timmy muss das zu essen kriegen. Hey, und wir haben nochmal Essen gekriegt. Nice. Als wir heute Morgen die Falltür des Bunkers öffneten, um etwas frische, radioaktive Luft hineinzulassen, stand draußen ein kleiner Koffer. Nope, der kann explodieren. Also ich glaube wirklich, das ist eine Falle. Einer dieser Koffer ist eine Bombe und die zerballert mich einfach. Und da habe ich nicht so viel Bock. Ich will nämlich gleich Pancake reinholen, da brauche ich den Erste-Hilfe-Koffer. Aber wenn jetzt einer irgendwie einen Arm verliert, muss ich den reparieren und dann kann ich Pancake nicht reparieren. Und ich würde sehr gerne Pancake reparieren, weil es der beste Hund auf der gesamten Welt. Was ist das für ein Krach? Oh nein, da ist etwas oder jemand unter uns. Ich glaube, das ist das Krokodil. Ich mache nichts. Ich glaube, wenn man guckt, wird man verletzt. Das ist ein Krokodil. Ich werde da nichts machen. Ja, das war das Geräusch. Oh. Das ist das allererste Mal, dass ich sehe, dass Timmy verrückt geworden ist. Ich habe ohne Witz noch nie gesehen, dass er verrückt geworden ist. Sobald der Hund da ist, wird Teddy schon ein bisschen besser gehen. Der Hund wird das alles regeln. Ich werde aber den Erwachsenen nicht rausschicken, weil ich glaube, dann... Ich glaube, der Sohn haut einfach irgendwann ab, weil er echt verrückt ist. Ich werde niemanden mehr rausschicken. Ich werde einfach jetzt im Bunker bleiben. Oh Gott, er wird immer noch verrückter. Nicht gut. Nicht gut. Ich gehe auch nicht ans Telefon. Ihr kriegt morgen wieder was zu essen. Da ist der Hund. Habt ihr es gehört? Ich muss ihn jetzt verarzten und dann ist alles gut. Ich glaube, die werden weniger verrückt, wenn der Hund da ist. Ich glaube, denen geht es mental dann besser. Oder? Ja, ich muss den Hund jetzt verarzten. Und wir haben ihn. Wir haben jetzt einen Hund. Und was passiert? Timmy ist nicht mehr verrückt. Alles dank Pancake. Ich finde, Pancake ist ein doofer Name. Mein Hund heißt der Sammy und Caro. Also meine Hunde heißen Sammy und Caro. Und ich finde, der Hund sollte auch einen Namen haben. Lass uns mal bitte in den Kommentaren den Hund einen Namen geben. Der sieht so ein bisschen treu-doof aus. Die Zunge hängt raus. Der braucht schon so einen treu-doofen Namen. Der coolste Hundename wird im nächsten Video von mir eingeblendet. Auch wenn es nicht 60 Seconds ist, was einfach im Grunde keinen Sinn macht. Aber der beste Hundename wird im nächsten Video eingeblendet. Ich finde, das ist einfach... Es ist schon ganz geil, den Hund hier zu haben. Ich weiß nicht, was es mir bringt, ob ich damit irgendwie ein krasses Ende freispielen kann. Ach nee, ich glaube, wenn Räuber kommen, opfert sich Pancake für uns. Was ich aber nicht erleben will. Ich will nicht, dass der Hund stirbt und sich für uns opfert. So, das wäre das Traurigste, was wir erleben könnten. Okay, aber uns geht's allen gut. Und wir haben den Hund. Das wäre einfach ein bisschen eine gute Zeit, mit dem Hund zu haben. Und ich werde Timmy mal ein bisschen rausschicken gleich. Okay, wir können Pancake nochmal was zu essen geben. Machen wir natürlich. Hat er verdient. Hat er echt verdient, ganz ehrlich. Ist ein guter Junge. Oder ein Mädchen. Ich weiß nicht, ob es ein Mädchen ist. Ist ein gutes Girl. Pancake ist ein gutes Girl. Machen wir mal auf. Da haut jemand richtig hart in die Tür. Was soll schon passieren? Machen wir mal auf. Wir sterben bestimmt nicht. Damn it. Aber Pancake geht's gut. Wir hatten solche Angst um Timmy, aber Timmy kommt auch zurück. Ach, Timmy ist mit den Leuten zurückgekommen. Die haben bestimmt Timmy verfolgt und uns deswegen gefunden. Wir glauben, dass Fremde unsere Expedition in Ödland gefolgt sind. Ja, die haben uns verfolgt. Nicht gut. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Mit Worten lassen sich unsere Gefühle beim Anblick des unseren bescheidenen Bunkers betretenen Soldaten nicht beschreiben. Wir sind in Sicherheit. Was? Warte. Moment! Haben wir es geschafft? Wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Mit Worten lassen sich unsere Gefühle beim Anblick der unserer bescheidenen Bunker betretenen Soldaten nicht beschreiben. Wir sind in Sicherheit. Endlich in Sicherheit. Was? Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Aber sie wird ganz sicher besser als das hier. Die stehen hier mit Waffen. Ist es wirklich das Ende? Haben wir es überlebt? Ich dachte, wir sind gestorben. Das Militär hat uns gerettet? No way. Wir haben überlebt. Das erste Mal das Militärende
Wie? Wie haben wir das geschafft? Ich weiß jetzt noch nicht, wo das Feuerwerk war, was mir versprochen wurde. Aber wie nice ist das denn? Wir haben überlebt. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich ohne Witz nicht mehr gedacht. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich sterbe. Ich denke, jetzt haben wirklich alle Enden freigeschaltet. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf 60 Parsecs und spielen das dann zu Tode. Ich will einen guten Namensvorschlag für den Hund sehen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.